Okay. Heute haben wir den 31. Das heißt, wir haben 31. Dezember 2023 und wir gehen über in das neue Jahr. Diese alleine dadurch, dass wir hier in ein neues Jahr übertreten, bedeutet, dass die Menschen hier unglaublich viele Intentionen erschaffen, wo sie sagen, hier in das nächste Jahr gehe ich als eine neue Version von mir selbst hinein. Und während so viele Menschen diese Intention haben, etwas komplett neu zu machen, alles zu transformieren, alles zu verändern in sich, in ihrer Perspektive oder im Umgang mit anderen oder im Umgang mit sich selbst oder teilweise auch spirituelle Intentionen haben, wie im nächsten Jahr gehe ich in mein Higher Self hinein. Oder im nächsten Jahr wird alles anders. All das erschafft mal eine massive Portalenergie im gesamten Menschenkollektiv. Und ihr fühlt das schon seit mehreren Tagen. Und der ganze Dezember ist eine Art Transitmonat. Der Dezember, der Januar, der Februar, der März sind also ganz, ganz starke energetische Inbrins, die euch helfen, in völlig neue Ebenen des Bewusstseins zu schreiten. Ihr habt ja schon alle, ihr seid schon alle ein bisschen länger bei mir. Ihr wisst ja inzwischen, dass alles Bewusstsein ist. Alles ist Bewusstsein, das kreiert, das existiert. Das ist ein Ich bin bewusst und ich bin ein Selbst. Ich bin eine Seele und ich erfahre und ich existiere. All das erschafft um euch herum Raum und Zeit, durch das ihr euch erfahren könnt. Und die, die bei mir schon in den Timeline-Shift-Kurs waren oder in anderen Kursen, haben davon schon gehört, dass immer nur das Hier und Jetzt existiert. Es existiert nur das Hier, also der Raum, in dem ich mich befinde, und das Jetzt ist das Momentum, in dem ich mich bewege. In dem Moment, wenn ich mit meinem Bewusstsein im Hier und Jetzt bin, kann ich die Illusion einer Vergangenheit haben und die Illusion einer Zukunft haben. Aber all das, was sich außerhalb des Momentum von Hier und Jetzt befindet, ist Erinnerung, ist die Akasha. Es gibt auch übrigens keine kollektive Akasha, aber es gibt eure persönliche Akasha als die Seele, die ihr seid. Das heißt, es ist nicht so, wie manche in der New Age Community erzählen, dass es eine gemeinsame Akasha gibt, wo alle irgendetwas hineinpacken können, die aber nichts miteinander zu tun haben, sondern es gibt die Akasha in eurer Seele. Und die Akasha in eurer Seele könnt ihr euch vorstellen, dass hier jedes Momentum, das existiert, das ihr jemals erfahren habt, in einem Hier und in einem Jetzt gespeichert ist. Und die Akasha ist sehr wohl sehr, sehr echt. Und was jetzt passiert in dem Moment, ist es so, dass ganz, ganz viele Themen aus eurer Akasha gerade hier in dem Menschen aktiv werden, weil der Mensch selber ein großes Seelenportal ist. Und hier müsste ich ein kleines bisschen erklären, weshalb der Mensch überhaupt existiert. Es ist nicht so, dass der Mensch eine Seele hat. Es ist so, dass eure Seele einen Menschen hat. Eure Seele hat einen Menschen kreiert, um die Erfahrungen zu machen. Und dieser Mensch ist ein Portal verknüpft mit all den Leben, die hier sind, um Themen zu bearbeiten, Probleme zu lösen. Weil es unglaublich viele Inkarnationen gibt, in denen die Seele Leichtigkeit und Frieden etc. in sich erfährt und die menschliche Erfahrung einfach dafür da ist, um auch Themen aufzulösen, zu transformieren. Und was die Seele hier macht, sie schickt verschiedene Momente und Erinnerungen in den Menschen hinein, um Momente zu kreieren in einem Hier und in einem Jetzt damit, damit der Mensch es sehen kann und Entscheidungen treffen kann, wie von außen stehend. Denn der Mensch ist mit dem Template des Vergessens versehen worden. Ein Template ist sowas wie eine Art Software. Seht euren Menschen wie eine Art Computer an und ihr habt verschiedene Programme und verschiedene Software. Und in eurer Software läuft einfach das Programm von Vergessen und damit hat die Seele über den Menschen, den sie kreiert, die Möglichkeit, mit einer außenstehenden Perspektive zu handeln und zu agieren. Und was sie macht, sie präsentiert dem Menschen während der Inkarnation immer wieder verschiedene Dinge aus der Akasha, verschiedene Themen aus den parallelen Leben heraus, damit der Mensch es sehen kann und loslassen kann. Und was zu den Zeiten von diesen Portalen passiert, die jetzt in den Dezember oder gerade besonders die letzten 3 Tage, ist, dass die Seele ganz viele Dinge dem Menschen zeigt und hier Erinnerungen und Gedanken vom Gehirn aus dem
was habe ich erlebt, Potpourri nach vorne gelegt wird und dann der Mensch interpretiert, okay, warum kommen jetzt Themen aus dieser alten Vergangenheit von mir als Teenager, von mir von vor 10 Jahren, 5 Jahren, 3 Jahren, 4 Jahren etc. Warum kommen diese Energien jetzt auf einmal hoch? Übrigens, diese Light Beings, die hier rumschweben, die sind auf dem Weg zu euch und sind am Arbeiten. Das bedeutet, ihr habt hier eigentlich gar nicht mal eine Vergangenheit linear betrachtet, also von den Menschenerfahrungen, sondern die Vergangenheit, die eure Seele hier in den Menschen gebracht hat, um zu sehen, um loszulassen. Und während ihr hier glaubt, dass ihr nur für den Menschen arbeitet, arbeitet ihr damit für verschiedene parallele Leben. Und warum erzähle ich euch das? Auch das, was wir jetzt hier machen, ist die Vorarbeit für unsere Transmission, weil ihr braucht Wissen für das, was wir tun, damit ihr in eure Selbstverantwortung gehen könnt, damit ihr wisst, was ihr tut als Mensch. Und nehmt es mit dem Herzen auf, denn während wir sprechen, arbeiten wir schon an eurem Energiefeld, arbeiten wir in eurem Quantum und sammeln all die Seelchen ein, die hier gerade Inkarnationen haben, die gelöst werden müssen, und bringen sie hier in die Präsenz, um zuzuhören, während ich hier spreche, während wir hier sprechen. Und was hier entsteht in diesen Menschen als dieses Portal, das verschiedene Leben hier auf dem Präsentationsteller hat, ist, dass ihr gerade gefragt werdet, was soll länger Teil in eurer Akasha sein? Was seid ihr bereit loszulassen? Welche Spiele seid ihr bereit zu beenden? Und was ihr hier loslasst als der Mensch, der ihr seid, ist, dass ihr für eure Seele, als eure Seele loslasst. Und damit unzählige Leben in Heilungen gehen. Jedes Mal, wenn ihr als der Mensch, der ihr seid, realisiert, dass zum Beispiel Frieden absolut, dass der Herzschlag sein sollte, dass Harmonie in euch wichtig ist, dass ihr zum Beispiel eure Selbstliebe aktiviert oder auch sagt, hey, ich kreiere und ich werde nicht kreiert. Ich kreiere mich als der Mensch, der ich bin. Ich kreiere alles, was ich erfahren kann als der Mensch, der ich bin. Ich kreiere mir jede einzelne Schwierigkeit in meinem Leben. Ich kreiere mir selbst gerade diesen Kurs, gerade dieses Channeling-Event. Wenn ich einem ET begegne, dann begegne ich mir selbst. Ich kreiere mir dieses Treffen dann in dem Moment, in dem Hier und dem Jetzt, wenn die Frequenzen stimmen. Das Hier und Jetzt wird gebildet durch Übereinkünfte, Ideen, Konzepte und daraus resultierenden Frequenzen und Sequenzen. In einem Hier und in einem Jetzt gibt es unzählige ko-kreierende Frequenzen, die das Momentum erschaffen, das ihr am Ende erfahrt. Und wenn eure, alles ist Frequenz innerhalb des Kosmos, die Kommunikation innerhalb des Kosmos ist Frequenz. Und zwar so viel Frequenz, dass sich der Kosmos wie eine Art Liquid verhält. Ozeanlicht also hat hier noch eine tiefere Bedeutung. Und wenn ihr versteht, dass alles Frequenzen ist, könnt ihr lernen, Frequenzen zu tunen wie ein Radiosender und beginnen, die Frequenzen einzustellen, die ihr haben möchtet. Und dazu gilt es, Störsequenzen und Störfrequenzen aus eurem Unterbewusstsein und Bewusstsein herauszulösen. Und das sind die Momente, die sich hier vor euch liegen. Alles, was ihr erfahrt, ist durch Ideen und Konzepte ko-kreiert. Ihr habt also hier die Frequenz eingespielt, die euch die Erfahrung gebracht haben. Simples Resonanzprinzip. Nicht Karma, sondern Resonanz. Das ist hier der Schlüssel. Und in dem Moment, wenn ihr versteht, dass ihr alles kreiert, Step Nummer 1. Step Nummer 2, könnt ihr beginnen, es bewusst zu tun. Dazu gilt es, Verantwortung zu übernehmen und zu wissen, ja, ich existiere, ich erfahre, aber ich kreiere es auch, was ich erfahren möchte. Und dann gilt es, das auch zu steuern. Das bedeutet, in welcher Welt will ich mich wiederfinden? In welcher Welt will ich denn leben? Was möchte ich erfahren? Was soll der energetische Imprint sein? Jetzt in dem neuen Jahr 2024. Was möchte ich erleben? Welches Selbst möchte ich erleben? Und das kann ich nicht kreieren, wenn ich mich in der Vergangenheit befinde. Das kann ich nicht kreieren, wenn ich in der Zukunft bin, zum Beispiel Angst habe vor der Zukunft, Angst habe davor, dass irgendwas passieren könnte, was ich nicht kalkulieren kann, dann kann ich einfach in dem Moment nicht in meiner Kreatorkraft sein, weil ich erschaffe mir alles, selbst das, wovor ich Angst habe, erschaffe ich mir. Ich erschaffe mir jedes Szenario, das ich durchlebe, durch meine Aufmerksamkeit, die ich bringe. Deswegen ist es in gewisser Weise wirklich gefährlich, wenn ihr euch
in Zukunftsvorhersagen von Leuten schmeißt und glaubt, dass zum Beispiel die Welt im Untergang aufsteigen muss oder dass es Massensterben geben muss. Ihr beginnt hier eure Kreativkraft einzubetten und das zu kreieren und zu co-kreieren. Und deswegen lade ich euch ein, mit diesem Wissen, mit diesem metaphysischen Wissen durch das Jahr zu laufen und ab dem heutigen Moment nicht nur durch das Jahr zu laufen, sondern durch eure gesamte Existenz. Denn ihr seid keine Opfer, ihr könnt es einfach nicht sein. Ihr seid Kreatorenwesen mit der vollen Willenskraft und dem vollen Spektrum wie alle anderen Wesen innerhalb dieser Galaxie. Ihr habt euren freien Willen, ihr könnt entscheiden, was ihr erfahren möchtet und was nicht. Und wenn irgendetwas als Teil eurer Realität sich zeigt, zum Beispiel die Angst vor irgendeinem Polar Shift oder vor einem Solar Flare oder 10 Tage Dunkelheit oder was auch immer, ja, dann ist das, weil es in euch erfahren wurde als die Seelen, die ihr seid. Das heißt, ihr habt es schon erlebt. Und eure Seele bringt das sozusagen einmal zu euren Menschen und sagt, guck mal, da gibt's was. Das hast du schon erlebt. 10 Tage Dunkelheit. Möchtest du es nochmal erleben, damit du die Entscheidung anders treffen kannst? Oder kannst du es sehen, wie es ist? Darum geht es, ihr lieben Mäuse, ihr lieben Schätze, ihr wundervollen Seelen, darum geht es, zu sehen, hey, eure Seele gibt euch hier ein Realitätsangebot. Und es ist nur sichtbar für euch, weil ihr es schon erfahren habt. Es existiert also schon in euch. Und dann könnt ihr entscheiden und könnt sagen, boah, okay, 10 Tage Dunkelheit fühlt sich für mich total spannend an, faszinierend, habe ich damals erlebt, aber ich will es nochmal erleben. Und dann, tacks, geht ihr in diese Realität und erfahrt 10 Tage Dunkelheit. Und es kann richtig Spaß machen, kann aber auch ganz arg scheiße sein. Je nachdem, wie ihr hier, auf welchem Frequenzlevel ihr seid, während ihr in diese Realität lauft. Deswegen blind und taub in solche, mit den Kreatorkräften zu spielen, kann nur Probleme auslösen. Und ich hoffe, dass ich euch hier ein paar Werkzeuge mitgeben kann, sodass ihr durch das nächste Jahr navigieren könnt. Und zwar in Anmut. Und in Grazie und in Licht und in Liebe und in Selbstwert und in Verantwortung in eurer vollen Kreatorkraft. Weil ihr habt keine halbe Kreatorkraft, ja? Ihr habt immer 100%. Und die 100% laufen auch immer permanent. Und jetzt ist die Frage, mit welcher Qualität tut ihr das? Also, das nächste Mal, wenn ihr irgendetwas seht, was euch triggert, ist, was ihr feststellt, was es an möglichen Realitäten geben könnte, egal wie es zu euch kommt. Dann seht es als etwas an, was ihr nicht bekämpfen müsst, was ihr nicht verurteilen müsst, sondern ihr nehmt ein paar tiefe Atemzüge in euer Herzzentrum und ihr seht, was ihr seht und ihr sagt, okay, ja, es ist in meiner Realität, weil es in mir bereits schon existiert und was möchte ich jetzt stattdessen erfahren? Und dann seid ihr automatisch in dem Momentum von ich kreiere. Wenn ihr in eurem Herzen seid und genau das tut und atmet und fühlt, dann seid ihr in ich kreiere.